Hallo, und Savadi Cup. Heute wieder mal von Phuket. Unsere Quarantäne ist zu Ende. Alle Leute, die die Quarantäne zu beendet haben, wollen weg. Wie geht's weiter? Es gibt keine Flüge. So, wir hatten ja einen Flug von der Nok Air gebucht. Phuket, Bangkok Udon. Wurde alles bestätigt, haben unsere Reservation gekriegt und was war? Gar nichts. Die haben uns Ticket verkauft, obwohl seit 5 Tagen gar keine Flüge mehr gehen. Also ein Beschiss hoch drei. Wir sind ja gestern zum Flughafen, haben geguckt, was da ist, ob unsere Ticket erstattet werden. Weiß sie nicht, vielleicht ist das Geld auch weg. Sie sagt, sie weiß es nicht. So, der einzige Weg, der noch rausgeht mit dem Flieger, ist nach Utapau. Die hatten vorerst nur 2 Flüge in der Woche. Haben jetzt fast einen Flug jeden Tag, 3 Flüge am Tag und die sind ausgebucht für fast den dreifachen Preis, 5.500 Baht im Schnitt. Hab gerade mal geguckt, für die nächsten 5 Tage sind die also ausgebucht für alle Flüge. Ja, Leute kommen an ohne Ende. Heute kommen alleine 8 Maschinen aus dem Ausland. Ja, wie kommt man jetzt hier weg? So, die eine Möglichkeit ist, es gibt einen Bus. Der bringt einen von Phuket nach Don Mueang, nach Sunapomi Airport. Der ist von hier, von Phuket, ein 40-Sitze-Bus. 20 werden nur besetzt. Der Fahrpreis ist 1500 Baht. Eine gute Sache, muss man nur zu sehen, wie man an Bord kommt. Dann kann man einen Leihwagen mieten. Gestern ist ein Deutscher, der hier auch gewohnt hat. Er hat sich einen Leihwagen gemietet für einige Tage. War sehr günstig. Musste dann ankreuzen. Wie er fährt, wann weh. So, er fährt nach Chanthaburi. Kein Problem, er hat das Auto bestellt und dann kam eine Nachrechnung. Ja, das ist wann weh. Das Auto muss wieder nach Phuket zurück. 6.000 Baht kostet der Rücktransport zusätzlich. Also, wenn ihr euch ein Auto mietet, denkt daran, umso weiter ihr weggeht von Phuket, umso teurer wird der Rücktransport des Autos. Die werden im Nachhinein berechnet. Ne? So. Dann gibt es eine andere Sache. Man kommt weg von Phuket mit dem Taxi. Das Problem ist, das Taxi, der Taxifahrer darf Phuket nicht verlassen. Wenn der Phuket verlässt, über den Checkpoint an der Insel fährt, kommt er nicht nach Phuket zurück. Also, ihr müsst mit dem Taxi bis zum Checkpoint, am Checkpoint raus, neues Taxi nehmen. Fragt den Manager. Also, die Manager können das auch organisieren. Und die Taxis, die bringen euch dann dahin, wo ihr wollt. Gestern am Flughafen waren auch 3 Leute gewesen, die hatten mit der Nok Air gebucht, haben ihre Reservation gekriegt und die fliegen nicht. So, was haben sie? Sie wollten ihr Geld zurück, weil die sind nur 14 Tage Quarantäne, noch 14 Tage in Phitsanulok und dann geht es zurück nach Amerika. So, ob die ihr Geld wieder kriegen, weiß ich nicht. Die haben sich auch ein Taxi gemietet. Der gleiche Weg bis zum Border, sag ich mal, zum Checkpoint und dann eben sein anderes Taxi. Und das Taxi hat ge oder kostet komplett bis Phitsanulok 16.000 Baht. Gut, bei 3 Leuten geht es. Wenn einer natürlich allein ist, ist es sehr teuer. So, das sind also die Wege, die man kann. Ne? Entweder man fliegt nach Utapau mit dem Taxi weiter und dann mit dem Bus nach Bangkok und dann Taxi nehmen. Linienbusse oder Überlandbusse fahren ja keine mehr. So, dann Leihwagen oder ein Taxi nehmen. So, wir haben es jetzt so gemacht: Wir haben also den Flug nach Utapau, 5.500 Baht für morgen. Wir landen um 17:30 Uhr. So, ich habe also einen Minibus bestellt, ein Bekannter, der hat einen großen VIP-Minibus, einen Hyundai-Riesenbus. So, wir sind 2 Personen und da fahren wir nach Udon und der Preis ist 9.000 Baht. Ist super billig dafür. Das sind ja 650 Kilometer und 650 Kilometer muss er ja zurückfahren. Ja, das andere ist, wir landen in der Dark Red Zone, wo ab 20 Uhr Ausgangssperre ist. So. Also, wir müssen die Provinz Rayong vor 20 Uhr verlassen. Ist kein Problem, wenn wir
um 6 Uhr ankommen. Wir haben 30, fahren circa 30 Minuten, dann sind wir aus der Provinz Rayong raus und dann ist keine Dacretzone mehr, dann gibt es keine Ausgangssperre. Und auf dem ganzen Weg bis Udon Thani gibt es auch keine Checkpoints. Meine Angestellten, die haben den schon abgefahren, die müssen nach Pattaya was liefern und es gibt auf dem Weg keine Checkpoints. So, dann habe ich einen Bericht gelesen vom Verlang, ein Christian M. aus Udon Thani beschwert sich, dass er in Phuket festhängt, es wäre alles zu, wäre nichts los und. Da muss ich sagen, Christian, wenn du das hörst, in Phuket ist so viel los. Wenn du willst, kannst du rund um eine Uhr feiern, obwohl um 9 Uhr kein Alkohol mehr gibt. Es gibt private Sachen, wo man Partys machen kann bis zum Morgen. Also, wenn du das hörst, kannst gucken, ob du noch einen Flug kriegst. Wenn du für morgen einen Flug kriegst, dann kannst du mit zum Nachmittagflug, dann kannst du mit uns nach Udon fahren. So, das wäre also kein Problem, weil der Minibus ist groß genug. Ne? So, aber wenn einer einen Flug bucht, mach es nicht bei online. Fahr zum Flughafen, die in Phuket sind. Mach es nicht online, fahr zum Flughafen hin. Ab 11 Uhr ist der Noxia-Air-Schalter offen und bucht da direkt. Dann kriegt ihr gleich euer Ticket. Wenn ihr seht, ihr kriegt eine Reservierung, ja, ist überbucht oder was auch immer, die wollen Tickets verkaufen, um das Geld wieder zu kriegen. Also das wird sehr, sehr schwer werden. Und viele, die nur in Urlaub hier sind, sind dann ja wieso wieder weg, ne, nach der Zeit. So, das war's fürs Erste. Kleine Informationen, wie man von Phuket wegkommt. In 2 Tagen kommt der große Lockdown, dass komplett alles zugemacht wird. Das kommen ja jetzt schon. Keine Thais dürfen mehr nach Phuket einreisen. So, man weiß nicht, wie es geht. Ja, wenn keine Thais mehr einreisen dürfen, kann ja auch kein Flieger von Bangkok kommen. Die kommen ja leer. Ne? Aber jetzt mit diesem Utapao, was sie da gemacht haben, zu diesen hohen Preisen, ja, da fliegen die hin und her und die Flüge sind immer ausgebucht. So, und das war es erstmal. Hoffe, es hilft einigen Leuten, die eventuell auf Phuket festsitzen. Fragt eure Manager, wie das geht. Die Manager, die kennen die Telefonnummer von den Bussen, die nach Bangkok fahren. Die helfen euch. Geht hin, redet mit dem Manager und der hilft euch. Ich glaube nicht, dass es hier ein Hotel gibt, SAH Plus Hotel, wo der Manager euch nicht hilft. Also den sehr hilfsbereich. So, das war's und ich sage tschüss, bis morgen. Wir hoffen, dass der Flug geht. Nicht, dass wir also die Bestätigung gekriegt haben. Ach, ganz kurz nur. Unser Flug, den wir gebucht haben, da wurde ein Flug gecancelt von Phuket nach Bangkok. Der Flug von Bangkok nach Udon Thani, der ist bis jetzt noch nicht gecancelt, obwohl die Flughäfen alle zu sind. Eine ganz große Sauerei. So, das war's. Bis dann. Tschüss, euer Dieter. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Kriegt ihr immer die neuesten Informationen. Tschüss. Ja, einmal noch ganz kurz zum Nachtrag. Alle Flughäfen sind laut Aussage der Fluggesellschaften im Phuket Airport, haben wir also gefragt, Nokia, alle Flughäfen sind bis zum 16.8. voraussichtlich gesperrt. Es kann aber auch noch länger werden, entscheidet sich kurz vorher. Also bis zum 16.8. alle Flughäfen in Thailand gesperrt, außer dieser jetzt Utapao Phuket. Man weiß nicht, wie es nach dem 3. ist. Aber ihr wisst. Bis dann. Tschüss.